Braska. Ja. Ja. Unbedingt. Ihr müsst verzeihen, falls ich einen nervösen Eindruck mache. Aber in diesem Teil Ferraldens gibt es nur wenige Reisende. Aber das ist natürlich Teil meines Problems, nicht wahr? Ein Irrlicht hat mein Maultier erschreckt. Daraufhin ist es weggerannt, in den Wald hinein. Was soll ich jetzt tun? Nun, ja. Es war ein ziemlich harter Monat. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Félix de Grobois, Kaufmann und Unternehmer, zu euren Diensten. Normalerweise nehme ich eine andere Route, aber wegen des Krieges hatte ich auf etwas Glück und gutes Wetter in den Bergen gehofft. Leider habe ich beides nicht bekommen. Ach, diese Reise bringt eine Katastrophe nach der anderen mit sich. Ihr würdet wohl nicht einem anderen Reisenden ein wenig behilflich sein? Und das Schlimmste von allem, was schiefgegangen ist, war dieses Artefakt, das ich in Jada erstanden habe. Es ist ein Kontrollstab, hat man mir gesagt, für einen Golem. Ich will ihn nicht haben, weil ich ihn ohnehin nie benutzen würde. Aber ihr vielleicht. Der Haken? Ja, ich vermute, da gibt es einen. So wie immer, nicht wahr? Der Haken ist, dass der Golem im Lieferumfang des Stabes nicht enthalten ist. Er steht angeblich in einem Dorf irgendwo im Süden und wartet darauf, aktiviert zu werden. Selbst wenn ich dorthin könnte, was ich nicht kann, gibt es noch ein weiteres Problem. Der Ort soll von dunkler Brut überrannt worden sein. Das ist für eine abenteuerlustige Seele wie euch doch sicher kein Problem. Zumindest hoffe ich das. Freut mich. Wie bereits gesagt, den Golem findet ihr weiter südlich, in einem Ort namens Honleith. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Haltet einfach den Stab hoch und sagt Djulefgar. Das erweckt den Golem zum Leben, hat man mir gesagt. Hoffentlich klappt's. Dann viel Glück. Und ich muss mich jetzt wohl selbst auf die Suche nach diesem Maultier machen. Aber selbstverständlich. Schon gut, schon gut. Selbstverständlich.
Was wir hier vor uns sehen, ist ein Golem. Er sieht beschädigt aus, aber es müsste trotzdem einen Weg geben, ihn wieder zu beleben. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Darum. Selbstverständlich. Beim Erbauer! Wir sind gerettet!